Wir sind jetzt in Saint-Paul-de-Vence, das hier eigentlich nur Saint-Paul heißt, weil Vence auch ein eigenständiger Ort ist, haben uns unsere Gastgeber erklärt. Auf jeden Fall ist Saint-Paul ein Bergdorf wie aus dem Bilderbuch. Romantische Hotels und hübsche Geschäfte säumen die Gassen. Und hier gibt's gleich eine Ölverkostung. Wein wäre uns noch lieber gewesen, aber man staunt, wie viele Sorten von verschiedenen Olivenölen es zum Beispiel gibt. Solchermaßen gestärkt bummeln wir durch die engen mittelalterlichen Gassen. Saint-Paul liegt übrigens 150 Meter hoch über dem Meer und existiert schon seit über 2000 Jahren. Geschichte im Überfluss also. Aber wir kommen auch beim Shopping nicht zu kurz. Viele kleine, hübsch dekorierte Läden und Galerien laden zum Stöbern ein. Einziger Wermutstropfen, die Zeit wird uns wieder einmal zu kurz. Und dann schreiten wir zu unserer ersten Hotelbesichtigung. Das Le Mas de Pierre liegt auf den Hügeln von Saint-Paul und ist ein echtes Kleinod. Nicht zu groß und ein Haus mit viel Charme. Also ich bin jetzt erst vor einer Viertelstunde hier angekommen und fühle mich wie zu Hause in meinem eigenen Landhaus. Ich glaube, das ist ja das Spezielle an diesen Hotels. Genau richtig. Dieses Le Mas de Pierre ist eigentlich kein Hotel. Es ist wirklich dein zweites privates Zuhause. Es fängt schon an von der Architektur her. Wie du gesehen hast, es gibt ja nicht ein Hauptgebäude, sondern die Zimmer sind in 5 so Villen untergebracht. Was mir da auch ganz stark aufgefallen hat, ist diese persönliche Atmosphäre schon an der Rezeption, auch im Restaurant. Ja, wenn man hier ankommt, man geht nicht an die Rezeption und checkt ein, sondern man geht sofort in die Bar, bekommt ein Getränk serviert. Der Concierge ist quasi der Mann für alles. Er kümmert sich um alles, er macht die Formalitäten, er bringt das Gepäck aufs Zimmer, notiert sich sofort deine Wünsche und deine Vorstellungen, was du eben auch an Speisen oder Getränken gerne hättest. Und er weiß wirklich von der ersten Minute an, wer du bist, wie du heißt, nicht nur mit Familiennamen, sondern auch mit deinem Vornamen.